Hallo und herzlich willkommen hier im Kreishaus Leer zu unserem täglichen Lagebericht für heute Montag, den 4. Mai 2020. Es ist heute kein neuer Fall hinzugekommen, das ist sehr gut. Wir haben jetzt gesamt 97 Fälle zu verzeichnen und 12 Personen werden noch als infiziert eingestuft. 83 Fälle sind genesen. Leider sind 2 Personen im Folge der Pandemie verstorben. 40 Personen befinden sich zurzeit in Quarantäne. Die Richtung stimmt. Ob es ein Trend ist, kann man zurzeit noch nicht sagen. Denn wir sehen auch anhand von Singapur, dass auch eine zweite Welle kommen kann. Wir wollen hoffen, dass wir davon verschont bleiben. Ich weiß, dass viele Leute ungeduldig sind, sagen, jetzt muss man schnell wieder zur Tagesordnung übergehen. Das sollten wir nicht. Denn wir sind eins der Länder in Europa gewesen, wo das Virus nicht so zuschlagen konnte. Wir hatten keinen Lockdown wie in anderen Ländern. Insofern ist die Strategie bis jetzt richtig gewesen. Und wenn wir uns an die Maskenpflicht halten und die Vorgaben, die die Gesundheitsämter, aber auch die Landesregierung dort machen, dann bin ich frohen Mutes, dass wir mit dem Virus leben können, bis wir dann einen Impfstoff oder ein Medikament gefunden haben. Insofern lassen Sie uns weiter die Vorschriften einhalten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Bis morgen hier aus dem Kreishaus. Bleiben Sie bis dahin gesund. Ihr Matthias Grote.